Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Ich bin wieder euer Avenger und ja, ich habe jetzt mal ein ganz anderes Thema. Die Woche ist ja ein bisschen was passiert. Ich kann ja auch mal ins Wohnzimmer gehen, dass ihr das auch mal seht, aber das habt ihr ja schon. Dass hier mal so ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ja, ich habe ein bisschen was gehört und zwar Kronk wurde angezeigt wegen einer Rundfunklizenz. Wisst ihr alle, das Thema ist auch auf meinem Channel vertreten und der Inside Politics hat ja auch für die Österreicher ein paar Sachen, also das gewisse Input für euch. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, für die, die sie wissen. Und in der Videobeschreibung ist nochmal verlinkt für euch oder vielleicht in den Infokarten, muss ich später irgendwie machen, wenn ich denke, ich hab Bock oder so. Aber ich denke mal schon. Auf jeden Fall, ich muss ein bisschen ausholen. Und zwar, Herr Newstime hat das Ganze natürlich wieder ans Licht gebracht. Kronk hat ein Statement dazu gemacht und hat gesagt, er muss angezeigt worden sein. Weil die melden sich nicht einfach so. Es muss angezeigt werden. Und es muss einer gemacht haben, der auch streamt oder On-Demand-Angebot vertritt oder so. Auf jeden Fall, ja, viele haben dann behauptet, Scheiße, das Licht ist krass hell. Viele haben dann behauptet, oder beziehungsweise das Gerücht in die Welt gesetzt, das wären die Rocket Beans. Das kann ich widerlegen, weil die Rocket Beans haben sich dazu auch gemeldet und haben dann praktisch auch im Video erwähnt, dass sie kurz vor dem Video mit Kronk telefoniert haben. Die haben ja so viel gemeinsam schon gemacht. Also die Rocket Beans waren ja schon bei Pete's Meet zu Gast. Und ich glaube Kronk auch, keine Ahnung, irgendwie auf jeden Fall so. Und ich schätze die Jungs nicht so ein. Ich kenne die Rocket Beans schon ewig lang. Da war YouTube noch gar nicht aktuell. Da haben die auf MTV, haben sie dann praktisch, haben sie Game One, die Serie gehabt oder die Sendung. Da wurden dann immer die aktuellsten Spiele oder News, was so rauskommt. Was auf der Games Convention, die hieß damals noch Games Convention, rauskam. Das war bevor sie in Convention und Com umgeswitcht haben, geteilt, wie auch immer. Und so schätze ich die einfach nicht ein. Nein, auf gar keinen Fall. So hinterlistig sind die nicht. Und Konkurrenz ausschalten brauchen sie nicht, weil die sind auch relativ erfolgreich mit dem, was sie tun. Und ich glaube, das haben die einfach nicht nötig. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, es bringt gar nichts, bei Rocket Beans da jetzt hier krass zu haten, weil es einfach nicht stimmt. Das haben sie auch getwittert, dass es ein absoluter Quatsch ist, was da gerade momentan abgeht. Und dass sie sich viel zu gut kennen dafür, dass sie da irgendwie sich gegenseitig ausschalten. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass sowas angesprochen wird. Weil gerade bei der Rundfunklizenz, wenn es um den Staat geht oder diese Medienanstalten, diese Landesmedienanstalten, ob das jetzt Nordrhein-Westfalen ist, Bayern, es gibt ja so viele, brauche ich jetzt nicht alle aufzählen. Auf jeden Fall ist es ganz, ganz wichtig, wenn die an den Geldbeutel wollen, beziehungsweise sich wieder Geld in die eigene Tasche spielen, so schätze ich die nämlich ein, weil der ehemalige Lobbyist ja jetzt von der Landesmedienanstalt bla irgendwie ein Chef ist oder ein hohes Tier, keine Ahnung, dass der natürlich seine Finger im Spiel hat, ist ja klar, weil Fernsehen stirbt ja mittlerweile schon fast aus. Wenn es jetzt die Älteren nicht gäbe, dann wäre Fernsehen abgesagt, dann wäre es einfach nur abgesagt, weil die Jugend von heute oder ich oder andere in meinem Alter, die sind alle nur noch auf YouTube unterwegs oder auf Netflix, Maxdome, keine Ahnung, welche Streaming-Angebote noch so gibt. Ist es doch völlig klar oder ist es naheliegend, dass dann so ein Großkonzern wie RTL oder ProSieben oder sonstige Geschichten, dass sie dann Kronk anzeigen würden? Weil, ne, brauchen wir nicht drüber sprechen, Kronk ist der Deutschlands beste YouTuber, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist einfach so. Ich verfolge den ja auch schon seit 5, 6 Jahren oder so und war auch immer begeistert von seinen Videos, sogar seine Minecraft-Videos, aber nicht, weil er Minecraft gezockt hat, weil er einfach nur so eine Herzlichkeit dabei hat und immer aus freien Stücken und immer 100% real ist und so. Und das war halt so das Ding, wo mich dann auch zu Kronk, aber das ist wieder so ein ganz anderes Teil, ja. Ich will auch gar nicht so viel drum rumlabern. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal so ein Video machen, habe ich zumindest geplant. Wir haben heute Samstag, morgen ist Sonntag. Vielleicht kriege ich es noch hin. Vielleicht. Weiß ich noch nicht. Dass wir am Sonntag so ein kleines Event-Talk machen und ich dann nochmal näher auf diese Thematik eingehe. Vielleicht mache ich auch einfach mal so ein Denkanstoß-Video, weil ich persönlich finde das sowas von traurig, weil wenn die jetzt wirklich, also wie sie ja gesagt haben, Kronk hat ja angekündigt, er macht seinen letzten Livestream, hat aber noch einen Plan B und möchte auch politisch aktiv werden, so wie Pete's Meet ja auch, die wollen irgendwie jetzt endlich mal so einen finalen, wie soll ich das jetzt sagen,
einfach mal so ein finales Statement von den Medienanstalten oder ein finales Gesetz schrieb, wie auch immer, was man jetzt, wie man das jetzt handeln soll. Weil das ist ja ein Gesetz, das gab es ja schon lange vor dem Internet und vor YouTube, und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und die wollen jetzt einfach mal so ein Lasting, ich gehe jetzt nochmal wieder in meinen Aufnahmebereich, einfach mal Klarheit haben, ab wann man jetzt eine Rundfunklizenz braucht, ab wann man bezahlen muss und. Und ich habe da so meine Bedenken, weil wenn man sich mit dem Staat auf was einlässt, dann muss man viele Kompromisse eingehen. Würde ich jetzt mal sagen, weil der Staat ist immer nur am Geld interessiert. Ist einfach so, brauchen wir nicht drüber sprechen, weil es gibt so viele Sachen, worüber ich mir manchmal Gedanken mache. Zum Beispiel, es gibt ja diesen Umweltschutz-Öko-Gipfel, wie auch immer der sich schimpft, und da fahren dann die besorgt sind um unsere Umwelt, die fahren dann mit den größten Mercedesen dahin, die wahrscheinlich noch einen V8-Motor drin haben, ja, und richtig viel Abgase in die Luft blasen. Und das ist nämlich der springende Punkt. Denen ist das gar nicht so wichtig. Aber da gehe ich nochmal irgendwann anders darauf ein. Weil wenn sie nämlich wirklich wollen, dass die Umwelt besser wird, dann würden sie nämlich sämtliche Otto-Motoren, also die mit Benzin oder Diesel laufen, einfach verbieten, dass sie gebaut werden. Machen dann einfach mehr Druck, dass mehr diese Elektromotoren gebaut werden, und fertig. Aber wenn man noch so viel Steuer bekommt auf die Benzinpreise, ja, da kann man ja richtig was draufhauen, macht man das nicht. Und das ist der Hintergrund vom Staat. Der Staat will immer nur ans Geld. Geld, Geld, Geld. Mehr interessiert die gar nicht. Und ich finde es einfach schade, weil wenn das dann wirklich so sein sollte, dass dann die YouTuber, die 500 Abonnenten haben oder 500 Leute erreichen mit ihren Streams, dass die eine Rundfunklizenz brauchen. Das heißt, egal wie kreativ sie sind, oder keine Ahnung, irgendwas, die müssen dann alle Rundfunklizenz bezahlen. Und das kann sich keiner mehr leisten. Das heißt, die ganz großen YouTuber, die werden immer größer und die Kleinen haben keine Chance mehr. Es sei denn, die Eltern sind so rich, dass sie es sich einfach leisten können. Und das ist der springende Punkt. Und ich finde es einfach nur schade, weil es gibt so viele kreative Köpfe, so viele Leute, die animieren dazu rauszugehen, Sport zu machen, ja, solche Geschichten, Skifahren, Fahrradfahren. Ich habe schon so viele Videos auf YouTube gesehen oder so Kraftsport, Abnehmtipps oder wie der Nils zum Beispiel, der möchte jetzt so ein Aufbautraining machen, so eine Transformation in Live. Finde ich auf jeden Fall geil, kann ich euch auch nochmal unten verlinken, könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und das würde ich einfach schade finden, das fällt dann alles weg. Ja, diese ganze Kreativität, das was YouTube ausgemacht hat, dass man sich selber mit einbringen kann und nicht, dass man immer nur stumpf da zuschaut. Ja, man hat sich dann als YouTuber Anregungen geholt, wie man seine Videos besser gestalten könnte, was man aus seinem Leben macht und so weiter. Ihr habt mir mit dem Rauchen aufhören geholfen und so. Wisst ihr ja, brauche ich nicht drüber sprechen. Und das ist so wichtig, das unterscheidet YouTube vom Fernsehen, und deswegen sind wir keine Konkurrenz, wir sind ganz was anderes, also Konkurrenz in dem Sinne schon, aber wir sind nicht das Gleiche, wir sind kein Fernsehen, das ist das Ding. Ja, macht euch einfach mal darüber Gedanken und lasst uns einfach mal in den Kommentaren darüber sprechen, was habt ihr denn so für Erwartungen von einem neuen Gesetzentwurf der Rundfunklizenz oder der Medienanstalten, wie sich das noch immer nennt. Wissen wir nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es auch schon so oft erwähnt, der Inside Politics, der hat ja auch Infos für euch. Da könnt ihr auch auf jeden Fall mal reingucken. Habe ich euch vorhin schon mal gesagt. Whatever. Und ja, lasst uns einfach mal darüber sprechen. Ne, ich habe jetzt ein paar Ängste genannt von mir, was mich persönlich betrifft. Und vielleicht fällt euch ja auch noch was anderes ein. Oder vielleicht sehe ich das auch zu kritisch. Ihr könnt es ja mal reinschauen, reinschreiben, wie auch immer. Und ja, viel gibt es zu dem Thema eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, auch für die Abonnenten, die jetzt neu dazugekommen sind. Auf jeden Fall krasses Danke. Und wenn ihr mich richtig cool fandet, dann natürlich wieder diesen Button. Ist sehr, sehr wichtig für den YouTube-Algorithmus. Ich drücke auch bei jedem Video, was ich schaue, immer den Like- oder Dislike-Button. Ne, das ist ganz, ganz wichtig momentan. Damit könnt ihr mich am meisten unterstützen. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr mich richtig krass fandet, für die jetzt gerade erst eingeschaltet haben und auf gar keinen Fall irgendein Vlog oder Video oder was auch immer verpassen wollen, die drücken auf diesen Button. Oder auf den, egal. Und wir sehen uns auf jeden Fall am Sonntag oder Montag, je nachdem, wann ich das Video hochladen kann, den Evento-Talk. Und ja, viel gibt's hier mehr zu sagen. See you next time, euer Avenger, haut rein, bis dahin. Servus, euer Schwede.